Ein Problem ist aber, so toll wir das alles einbauen, trotzdem irgendwann wird auch alles wieder locker und da haben wir einfach viele Probleme, die wir im Endeffekt auch lösen müssen. Ja? Wir müssen also auch darauf vorbereitet sein, Defekte, wenn sich unsere Implantate lockern, wieder anzugehen. Ja? Und die Defekte können teilweise sehr, sehr groß und unangenehm sein. Ja? Unangenehm auch zu revidieren sein, ja? Weil wir eben nicht nur oft so, wenn wir jetzt das uns als Glenoidkelch vorstellen, hier so oberflächliche Defekte haben, sondern dass uns im Prinzip die gesamte Glenoidwand hier runtergehen kann, fast bis unten zur Basis, dass dieser ganze Kelch im Endeffekt komplett geschädigt ist. Ja? Und wir haben bis zu einem gewissen Punkt immer die Möglichkeit, dort nochmal was aufzubauen. Das heißt, wir brauchen von unserem Pack, von dem Zapfen, den ich Ihnen gerade schon gezeigt habe, immer etwa 10 mm im nativen Glenoid verankert. Dann haben wir immer eine Chance, ja, dann können wir das in gewisser Weise aufbauen, ja, und da gibt es verschiedene Techniken, wie man das Ganze macht, wie man dort zurechtkommt, wie man die Späne einbaut, um das wieder hinzubekommen, ja, das heißt also, man muss manchmal auch so mit so Keilen arbeiten, um hier was Gutes zu machen, oder nimmt manchmal sogar Knochen aus dem Beckenbereich, was sicherlich der beste Knochen ist. Das ist aber etwas, was wir eigentlich immer versuchen zu vermeiden, dass wir wirklich im Bereich des Beckens arbeiten müssen. Aber nichtsdestotrotz, wenn man sich die Sachen im CT dann hinterher anguckt, ja, stellt man fest, das funktioniert schon, ja, das heilt gut ein und insofern haben wir da wirklich eine gute Chance, für solche Patienten auch was zu erreichen. Ja. Ich habe jetzt nochmal so 2, 3 Beispiele mitgebracht, um Ihnen das zu zeigen, wie sich das so darstellt. Ja, hier also wirklich ein relativ tiefer Defekt zum Beispiel, gleichzeitig mit einer periprothetischen Fraktur, den wir dann rekonstruiert haben. Mit so einem medullaren Glenoid oder auch hier zum Beispiel ähnliche Situationen, schon mal in einer anderen Klinik operiert worden, auf diese inverse Prothese gewechselt nach dieser anatomischen hier und dann hat sich das ganz schnell wirklich wieder ausgelockert und mussten wir das mit dem Span aufbauen. Leider, wenn die Systeme nicht so zusammenpassen, ist man dann immer gezwungen, auch den Schaft wieder zu wechseln. Wenn einem das nicht so passt, das ist mal ein bisschen ärgerlich dabei, aber auch hier zeigte sich, dass das ganz gut eingeheilt ist. Ja? Oder auch hier zum Beispiel, das ist so eine Situation, warum wir einfach gerade bei denen, wo die Osteosynthese nicht gut funktionieren kann, bei proximalen Humerusfrakturen, immer dazu neigen, hier vielleicht eher über eine Prothese nachzudenken. Da hatte sich der Kopf hier nach der Osteosynthese auf den Schrauben im Prinzip komplett oben drauf gedreht und die Schrauben haben dazu geführt, dass die Schultergelenkspfanne wirklich zerstört worden war. Das ist also wirklich etwas eine unangenehme Situation und auch das haben wir dann mit so einem Span hier wieder aufgebaut und Prothese eingebaut und das hat eigentlich bisher ganz gut funktioniert, vor allem wenn man auch im CT wieder sieht, hier der Span, kann man gut erkennen, scheint das Ganze überlebt zu haben. Als letztes, so was wir auch machen können, ist inzwischen, falls wir eben gar keine Möglichkeiten mehr haben, falls fast kein Knochen mehr da ist, auch dann kann man zum Beispiel wirklich einem Patienten individuelles Implantat anfertigen, das wird am Computer, wird das alles genau geplant von den Ingenieuren mit dem Operateur zusammen, dass man genau guckt, wie kann man da noch was verankern, wie funktioniert das Ganze. Ja, man kriegt Modelle, womit man das dann im Prinzip am Modell erstmal nochmal genau gucken kann, wie bohre ich, wie soll was funktionieren und so sieht so ein Implantat dann aus. Das sieht dann schon so ein bisschen abenteuerlich aus, ist aber im Prinzip eben genau an die Patientenanatomie angepasst, um eben so eine Defektsituation, auch wenn sie größer ist, eben vernünftig zu überbrücken und um dann eben auch für solche wirklich schwierigen Fälle noch eine vernünftige Lösung anbieten zu können. Ja, das heißt zusammenfassend, davon hängt eigentlich viel ab hier, dass wir eben andere Implantate zur Verfügung haben und dadurch haben sich unsere Techniken einfach verfeinert und damit, glaube ich, haben wir in den letzten Jahren wirklich in der Schulterendoprothetik einen Riesenschritt gemacht, sodass wir auch wirklich ganz schwierige Situationen inzwischen gut angehen können. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit.